Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Wolfsherz und ich begrüße euch zurück zu RimWorld. Und ich habe leider eine ganz doofe Nachricht für euch. Und es hat nichts mit diesen beiden Dingen hier zu tun, die kaputt sind. Aber warum, das erkläre ich gleich. Ich schalte jetzt das Spiel erstmal auf Pause. Denn, wie ihr vielleicht am Datum seht, ist ein bisschen Zeit vergangen. Hintergrund ist, dass ich das Spiel fortgesetzt habe und aufgenommen habe. Ich hatte also... ich hatte jetzt einen Tag hier vor zwei neue Folgen aufgenommen. Und leider sind die Aufnahmen aufgrund eines Windows-Updates, das Fall Creators Update lässt grüßen, leider kaputt gegangen. Die konnte ich nach der Aufnahme leider nicht verwerten. Und das, obwohl ich eigentlich recht gewissenhaft die Einstellungen vorher geprüft hatte und geglaubt habe, dass alles in Ordnung ist, war es dann aber doch nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich mich entschieden, nicht das alte Savegame zu laden, sondern jetzt diesen Stand, den ich in diesen zwei Aufnahmen halt gemacht habe, euch kurz zu erklären. Und dann, spielen wir da quasi weiter. Also, dieses hier hat nichts mit den zwei Folgen zu tun. Das ist gerade jetzt kurz vor der Aufnahme gewesen. Da ist ein Update gekommen, dieser Centralized Climate Control Mod. Und das erkläre ich gleich. Wir haben einen neuen Kolonisten, das ist der Tang. Der ist über eine... der ist geflohen vor Piraten und wir haben Schutz geboten und mussten dann gegen 2, 3, 4 oder 5 hinterherlaufende Piraten kämpfen. Das haben wir erfolgreich überstanden und seitdem ist Tang ein Mitglied unserer Gruppe und ich zeige mal hier kurz die Werte. Man weiß ja nicht, was man vorher bekommt, sonst hätte ich vielleicht gesagt, ich weiß auch nicht, aber einen guten Handwerker, den kann man eigentlich immer gebrauchen. Außerdem im Fernkampf auch relativ gut, so dass der auch direkt hier eine Maschinenpistole bekommen hat. Und ja, das also dazu, dann hatten wir einen leichten Käferbefall und zwar hier, den haben wir aber auch überstanden. Ich habe diesen Teil hier oben ausgegraben, das war ja noch nur Plan bisher. Und die Böden sind schon teilweise geglättet. Dann haben wir die hydroponische Farm aktualisiert. Und zwar sind jetzt hier alle hydroponischen Becken des zweiten Felds aktiv. Also gebaut und auch aktiv. Ein paar Baumwolle noch dazwischen gestreut. Außerdem wird hier gerade Nummer 3 und Nummer 4 ausgebaut. Die Lampe hier steht auch schon. Die Stromleitung ebenfalls. Aber die Lampe... ist noch ausgeschaltet, weil hier ja keine Becken stehen. Das wäre nur Energieverschwendung. Zur Energie kann man nur sagen, das zeige ich auch gleich. Da gab es beim letzten Überfall leider Probleme. Diese beiden Geothermiekraftwerke waren schon fertig. Und wie man sieht, ist eins zerstört worden und das andere fast. Das ist ganz, ganz knapp gewesen. Weil uns hat ein Stamm überfallen. Und zwar gar nicht wenig Leute. Hier sieht man schon einige Leichen liegen. Das sind 7 Leichen und es waren, glaube ich, insgesamt 15 Angreifer. Oder 14, ich weiß es nicht genau. Ich meine 15. Und dabei ist der Rick stark verletzt worden. Der liegt hier in der Krankenstation. Und ich guck mal gerade kurz. Der ist inzwischen schon wieder einigermaßen fit. Aber der hat sein linkes Bein verloren gehabt. Und ich weiß gar nicht, das muss ich jetzt gestehen, ob das schon vorher war, ob mir das durch die Lappen gegangen ist. Oder ob das jetzt hier bei diesem Angriff passiert ist. War ich da nicht so recht sicher. Auf jeden Fall war der so stark am Bluten, dass Tod in 7 Stunden oder sowas eingetreten wäre. Dann habe ich ihn ganz schnell reinholen lassen und verarzten lassen. Und dann habe ich bei der Gelegenheit halt gesehen, dass ein Bein fehlt und wir haben ihm deswegen ein Holzbein verpasst. Der Rick ist im Moment dabei, wieder gesund zu werden. Außerdem haben wir einen Gefangenen gemacht bei diesem letzten Überfall. Und zwar haben wir hier den Banzo liegen. Und Banzo, da musste ich so schmunzeln, weil wir hatten im letzten Durchgang auch einen Banzo. Und da ist er wieder, hat diese Werte, darum habe ich ihn auf jeden Fall auch gefangen genommen. Sehr, sehr, sehr guter Allrounder mit Talenten in vielen Gebieten. Leider ein bisschen träge, aber grüner Daumen, das heißt nur, dass Landwirtschaft plus 2 bekommt, das wird hier aber schon aufgerechnet. 4 ist jetzt nicht der Hit, aber der kann halt eben so ziemlich alles ein bisschen. Und ja. Den werden wir jetzt aufpäppeln. Der war auch verletzt, ist aber schon verbunden. Der kriegt natürlich Nahrung und wir werben ihn an. Außerdem, was ist denn noch fertig geworden? Ich muss mal kurz überlegen. Das Problem ist halt, wenn ich 2 Folgen aufnehme und das dann nicht geklappt hat und ich erstmal frustriert bin, dann, dann hatte ich da gestern keine Lust, das wieder neu aufzunehmen.
Da muss ich mal eben schauen. Die Böden sind sonst überall geglättet. Hier habe ich den Multi-Analysator angefangen zu bauen, der ja jetzt für die kommenden Forschungen relativ wichtig ist. 100 Stahl, kein Problem. Wir haben aber keinen Plastahl und kein Gold, darum ist der hier halt halb fertig. Außerdem ein paar Blumenpötte noch gesetzt hier, da wo häufig gearbeitet wird. Ich sehe aber, dass da Rosen drin sind und das gefällt mir nicht so gut, weil das sind hier diese Pflanzpötte der Remkea-Mod, diese hier. Und das kann man gar nicht sehen, wenn da die Rosen alle so rausstehen. Deswegen werde ich das ändern auf Taglilie. Finde ich persönlich ein bisschen hübscher, diese Dinger. Dann sieht man auch noch was vom Blumentopf. Und deswegen, wie gesagt, kurz wechseln. Dann habe ich eine Änderung gemacht am Batterieraum. Den habe ich nämlich, hier habe ich ein bisschen was abgerissen. Das sollte dann noch mit einer Mauer versehen werden. Dann kam aber der Überfall dazwischen, weil hier möchte ich gerne Batterieraum einrichten mit zwei Batteriesträngen, mit zwei Sicherungen. Und mit Schaltern entsprechend. Wir haben drei weitere Solaranlagen gebaut und außerdem noch den Pflanzbereich geändert. Hier draußen habe ich aus dieser Anbauzone, die vorher ungefähr bis hier oben ging, habe ich die ein bisschen verkleinert und in Wald umgewandelt. Pappeln bauen wir hier an. Und dann habe ich die Anbauzone für Baumwolle ein bisschen vergrößert. Da ich denke, davon können wir auf jeden Fall noch viel gebrauchen. Und ich sehe gerade, hier liegt auch noch Holz, das reingeholt werden muss. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Holz. Das ist schön. Hier liegt überall Stahl. Ihr seht, ich habe ordentlich Stahl abgebaut. Hier liegen noch Bauteile rum. Die kann man eigentlich auch nicht draußen liegen lassen. Die gehen nämlich mit Verwitterung auch kaputt. Deswegen schnell rein damit. Und wir haben ebenfalls hier und hier Stahl abgebaut. Hier war noch eine Ader drin. Hier liegt noch jede Menge Stahl, der reingeholt werden muss. Außerdem habe ich Stahl abgebaut. Hier auf dieser Seite noch und das war's, glaube ich. Nee, da auch noch. Genau, da wird sogar noch Stahl abgebaut. Und da habe ich auch gesagt, schnell rein damit, wir brauchen das nämlich. Inzwischen haben wir wieder 1300. Wir hatten aber eine regelrechte Knappheit. Wir konnten nicht mal diese hydroponischen Becken hier fertig bauen. Diese Hydrokulturbecken und das musste natürlich schnell behoben werden. So, jetzt wisst ihr ungefähr, was in den zwei Folgen passiert ist, die ich aufgenommen habe, die ich leider nicht verwerten kann. Tut mir leid, dass ihr das verpasst. Ich habe hier noch ein bisschen Wände ausgetauscht. Ich habe außerdem hier Stromkabel in der Mitte durchgelegt, damit wir auch eine Beleuchtung hier jetzt für die beiden Dees und Estrada haben. Da war bisher noch kein Kabel dran. Ja, das ist auf jeden Fall so der Stand. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid. Großhändlerschiff, das gucken wir gleich. Ich werde mal kurz die Kabel hier neu verbinden. Würde ich am liebsten aus der Stromansicht machen, wenn es geht. Jetzt habe ich was gemacht, das wollte ich nicht. So, was ist neu verbinden? B. Weil inzwischen gibt es doch näher liegende Kabel. Und dann müssen wir nicht diese ganzen Stromkabel hier durch die Wände laufen haben. Das hier zum Beispiel, ja, hier geht dieser Nachttisch geht hier über diese feine Linie dahin. Wenn wir das einmal neu verbinden, sieht das deutlich hübscher aus. So, Moment, da ist noch irgendeiner. Der verbindet sich jetzt hier hin. Ja gut. Aber alles ist besser als das, was vorher war. Ah, das müssen wir auch nochmal neu machen, wenn die Wände hier entsprechend stehen. Gut, ich würde sagen, wir lassen es jetzt erstmal gut sein. Kartoffeln sind fleißig geerntet worden hier aus den Hydrokulturbecken. Ebenfalls aus diesen teilweise schon. Und ja, deswegen habe ich halt gesagt, dass draußen der Wald gebaut wird. Möglichkeit Banditenlager interessiert mich nicht. Großhändler interessiert mich im Moment auch nicht. So, jetzt will ich erstmal euch erklären, was mit der Mod passiert ist hier. Und da gab es halt ein Update, es gibt jetzt neues Artwork und diese Dinger hier sind kaputt. Die funktionieren nicht mehr, die müssen wir abreißen. Keine Chance, die, glaube ich, wieder in Gang zu bringen. Reparieren bringt da nichts, denn die haben sich leicht verändert. Und es gibt jetzt eine Forschung, die wir erst durchführen müssen, bevor wir die Dinger bauen können. Es gibt einmal Basic Climate Control und dann gibt es noch Industrial Climate Control und deswegen werde ich die jetzt auf jeden Fall so in der Reihenfolge auch queuen. Wir verzichten auf die Mörser, damit wir unsere Klimaanlage wieder in Betrieb nehmen können. Gut. So, und dann zum Batterieraum. Da werde ich eine Wand ziehen. Und zwar aus Granit. Bis hier unten. Das kommt weg.
Da ziehen wir gleich eine Wand zwischen und dann werden wir die Batterien hier neu stellen. Das können wir ruhig auch schon tun. Dort. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, acht pro Reihe reichen. Da kommen die anderen hin. Den Plan können wir rausnehmen. Und dann müssen da natürlich noch Kabel zwischengebaut. Ja, super. Müssen da noch Kabel zwischengebaut werden. Und eine Tür. Die bauen wir. Die bauen wir hier. Das können wir noch offen lassen. Was wir aber brauchen an der Stelle ist auf jeden Fall ein Dach. Und ich mache jetzt mal auf jeden Fall wieder Geschwindigkeit. So, wir wollen ein Dach. Und dann geben wir mal Gas. Die ganzen Felsen hier selbstverständlich weg damit. Und jetzt haben wir hier wieder Sandsteinblöcke übrig. Weil ich auch dieses Stückchen Wand eingerissen habe, was da noch war. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann lassen wir einfach mal laufen. Also, ich muss euch sagen, als das gestern passiert ist mit der Aufnahme, da war ich schon extrem angefressen. Ich hätte beinahe hingeschmissen und gesagt, nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Kennt ihr vielleicht, wenn man so extrem frustrierende Momente hat. Aber nützt ja alles nichts. Da muss man durch. So, was wir jetzt brauchen, ist Folgendes. Lass mich kurz überlegen. Wir brauchen einen Schalter und Stromkabel. Wir werden das Stromkabel hier nehmen und hier hochführen. Und zwar dort. Und da werden wir das einmal an die Batterie, an den Batteriestrang führen und einmal an den. Der Raum ist gar nicht breit genug. Doch ist er wohl. Da machen wir das anders. Lassen wir das erstmal sein. Das werde ich gleich ändern. Dann sind jetzt mal kurz keine Batterien am Netz. Ich denke, das wird gehen. Dieses Geothermiekraftwerk muss schnell neu gebaut werden. Denn wir haben inzwischen doch einen recht hohen Stromverbrauch. Reparaturen und so, das läuft jetzt alles gerade nicht, weil ich halt eben gesagt habe, dass zuerst mal der ganze Stahl reingebracht werden soll. Das würde ich, glaube ich, erstmal wieder abbrechen. Zumindest dafür. Wir haben nämlich ein bisschen was im Lager liegen. Das Wetter auch nicht schlecht. Das liegt hier in der Höhle und wettergeschützt, außer hier. Obwohl, nee, Stahl, sehe ich gerade, kriegt ja eh keine Verschleißerscheinung. Von daher ist das schon in Ordnung. So, ich stelle mal auf höchste Geschwindigkeit. Ich glaube, es ist gerade Schlafenszeit. Die meisten werden jetzt gerade ins Bett gehen. Und dann noch eine Sache. Und zwar habt ihr mich darauf aufmerksam gemacht, dass wir möglicherweise noch einen zweiten Kolonisten haben, der eigentlich ein Nachtmensch wäre. Das würde ich gern mal eben überprüfen. Könnte nämlich durchaus sein, dass ich da einen übersehen habe. Sieht aber nicht danach aus. Nur Estrada ist Nachteule. Also das muss im vorherigen Durchlauf gewesen sein. Wir haben ja ab Folge 12 nochmal neu gestartet, weil das davor so gar nicht gut geklappt hat. Diese Steine hier, die müssen aber dringend weg. Die liegen im Quartier und das sorgt nur für Missstimmung. So. Und die da oben, die sind mir noch nicht so wichtig. Und es wird auf jeden Fall weiter abgebaut. Estrada arbeitet gerade hier in der, ja, in der Hydrokulturstation. Ich werde mal die Geschwindigkeit kurz erhöhen. Bis alle wieder aufstehen. Oh, da sind wir schon. Oh, eine Fäulnis. Eieieiei, ich sehe es hier schon. Eine mysteriöse Fäulnis hat deine Pflanzen befallen und einen Großteil deiner Ernte vernichtet. Ja, nicht schön. Das heißt, die werden neu eingesät. Außerdem ist ein Becken kaputt. Das muss also auch noch repariert werden. Ich glaube, was Reparieren angeht, muss ich nochmal reinschauen. Rearm, Refuel, Repair oder Reparatur.
Load, Cremate. Wo ist Reparatur bitte versteckt? Da, Repair. Da haben wir nur zwei Leute für. Ich möchte das gern auf Stufe 1 haben. Und auch für Teddy, weil der kann es gut. Dass wenn was zu reparieren ist, das auch bitte gemacht wird. Wir haben hier die Karawane gerade. Die sind mir gerade nicht so wichtig. Eine Großhändlerkarawane. So, dann wird nämlich vielleicht mal hier repariert auch. Das ist nämlich bei 7 von 500 Trefferpunkten. Das ist ein bisschen wenig. Da, jetzt repariert. Sehr schön. Das gibt ein gutes Gefühl. Und das hier muss halt neu gebaut werden. Da fehlen momentan... Da fehlt eigentlich gar nichts. Das ist alles da. Muss halt nur mal gemacht werden. Wir wissen ja aber, dass Einpflanzen halt sehr stark priorisiert wird bei uns. Und die Fäulnis hat natürlich auch dieses Beet betroffen. Und darum sind auch die Leute, die jetzt bauen, glaube ich, erstmal hier wieder am Einpflanzen. Die Kartoffeln und all das muss natürlich ins Tiefkühllager. Ist nicht so eilig, weil ist ja überdacht hier, passiert also nichts. Und hält sich zwei Saisons lang. Da kann man also sagen, passiert erstmal nichts. Ja, dann können wir auf jeden Fall den Boden weiter glätten hier. Das muss alles noch gemacht werden. Kann vielleicht Estrada in der Nacht da mal was machen. Ah, sehr schön. Batterien werden gerade umgebaut. Dann können wir jetzt hergehen. Angefragte Karawane, das lasse ich auch sein im Moment noch. Dann können wir jetzt aber erstmal hergehen und die Stromleitung neu verlegen. Und zwar, klar, hier durch. Und dann gehen wir einmal. Wir brauchen zwei Kreisläufe. Einmal hier. Und einmal hier. So, Schalter. Schalter. Und dann an die Leitung. Und hier an die Leitung. Das reißen wir komplett ab. Und die Schalter kommen einmal hier hin. Und einmal hier hin. So. Dann schließen wir diesen Bereich noch ab. Da müssen wir hier noch warten, damit das Kabel deaktiviert werden kann, rausgenommen werden kann. Und ein menschenjagendes Rudel ist aufgetaucht. Und zwar, oh, Eisbären. Uiuiuiuiuiui. Eisbären sind mit Sicherheit harte Brocken. Ich frage mich zwar, was Eisbären in der Wüste machen. Da kann man jetzt trefflich drüber streiten. Aber das Erste, was wir machen, ist, unsere Leute zurückzuziehen in den Sicherheitsbereich, damit keiner rausläuft. Greift Burban im Nahkampf an. Oh, die Karawane wird uns wahrscheinlich die Arbeit abnehmen. Rico und Lilith gehen gerade wieder rein. Die wollten, glaube ich, raus. Und wenn ich das richtig sehe, jawohl, dann wird sich die Karawane darum kümmern. Und ich wette, die werden starke Verluste haben. Ich kann mir nicht vorstellen. Obwohl. Ah, da ist einer tot. Einer ist tot, das heißt, wir können eine leichte Maschinenpistole looten und wir haben hier die Möglichkeit, frisches Fleisch zu bekommen. Müssen wir nur die drei Eisbären erledigen. Und ja, das ist natürlich schade, dass die Karawane hier jetzt leidet, weil wir angegriffen werden, aber ich sag mal, wer sich zur falschen Zeit am falschen Ort aufhält, der kann halt eben Schwierigkeiten bekommen. So, Batterieraum beleuchten wir natürlich auch. Ist zwar nicht die oberste Priorität, aber wenn wir da, wenn wir das schon machen, dann überall. Wir müssen noch Sicherungen hier dran machen. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich glaube, die Sicherungen, die platziere ich einfach unten dran. Ja. Ich werde hier zwei Lampen reinbauen. Und wir machen die Sicherung nach unten. Dann müssen wir das hier aber umarbeiten. Das funktioniert dann so nicht. Oder Moment. Ah, nee, das funktioniert ja gar nicht. Ach, das ist irgendwie doof. Das ist irgendwie, gefällt mir das noch nicht so gut. Wir machen das anders. Die Sicherungen kommen oben dran. Das heißt, die Batterien kommen jeweils einen runter.
Wahrscheinlich sogar zwei. Denn wir werden für so viele Batterien wahrscheinlich zwei brauchen. So. Jetzt gibt es ein Gewitter. Oh, ein Blitzsturm. Kein Gewitter. Blitzsturm ist noch eine Nummer stärker. So. Und jetzt nochmal. Eine Leitung geht hier durch. Eine Leitung geht hier durch. Und dann gibt es einen Schalter. Hier und einen hier. So machen wir es. So. So soll es sein. Lampen hat er sich jetzt auch nicht gemerkt. Gut, und durch die Lampen können wir auch sehen, welcher Strang an ist. Weil wenn wir jetzt die Batterie ausschalten, können wir das nicht. Müsste doch auch dahin gehen, oder? Piratenhändler Ratte wurde zahm. Na wunderbar. Wir haben eine zahme Ratte. Nein, ist das süß. Nein, nein, nein. Störung Granittür, Blitzsturm, Handelsschiff ist in der Nähe eingetroffen. Ein Großhändler, lassen wir alles. Ignorieren wir alles mal. Und stattdessen gucken wir mal, ob das... Das ist immer noch nicht fertig. Aber wir müssen die Leute natürlich auch wieder rauslassen. Ich habe ja aufgrund der Eisbären gerade gesagt, dass die nicht raus dürfen. Das ändern wir jetzt wieder so. Eieiei, wo ist heute nur mein... Wo bin ich heute nur mit meinen Gedanken? So, und das geht natürlich so viel besser. Sieht besser aus auch. Ja. Reißen wir das Kabel ab. Den Schalter. Und dann läuft er schon. So ist es Schlafenszeit. Ich habe schon die höchste Geschwindigkeitsstufe eingestellt. Wir können hier jetzt Pfeiler bauen, denn das hier sind nur Stützpfeiler, damit hier das Dach nicht einstürzt. Wir müssen hier links und hier rechts daneben jetzt diese Pfeiler bauen, die wir hier bei den Feldern stehen haben. Und wenn die stehen, können wir dann diese restlichen Dinger hier noch abbauen. Dann kommt eine Lampe da rein. Beziehungsweise können wir die Lampe auch jetzt schon bauen. Die kommt genau hier hin. Eine Vorratskapsel. Was finden wir jetzt? Toll. Penoxycillin ist prinzipiell nicht verkehrt. Würde ich auch sagen, holen wir schnell rein, bevor es schlecht wird. Penoxycillin verhindert Seuchen. Also insgesamt sogar drei Sachen. Malaria, Schlafkrankheit und Seuchen. Eine Pille alle 5 Tage. Und diese Krankheiten sind keine Plage. Ja. Das ist nicht schlecht. Stimmt. Warum denn dann auch nicht? So, ist denn die Forschung mal fertig hier? Nein. Die Basic Climate Control ist noch nicht fertig. Müssen wir also noch ein bisschen warten. Und es ruckelt ein bisschen. Ich stelle fest, dass das Rimworld in den letzten Tagen ein bisschen ohne, also ein bisschen inperformant läuft. Oh, und jetzt kriege ich gerade ja wieder eine ganz interessante Sache. Und zwar eine Nachricht über... Über Discord, ja, wollte ich euch noch erzählen, habe ich euch am Ende der letzten Videos auch schon gesagt, es gibt einen Discord-Server. Discord ist so ein, ja, so eine Art Teamspeak und so eine Art IRC, also Internet Relay Chat gemischt. Da gibt es also Voice Chat und Text Chat. Es gibt diverse Communities, denen man beitreten kann. Ich habe dort auch einen Server eingerichtet. Dem kann man jederzeit gerne beitreten. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ja, wer Lust hat, dort sich mit mir und anderen Zuschauern zu unterhalten, der ist herzlich eingeladen. Da hat sich inzwischen schon eine sehr schöne Community eingefunden. Und ja, wir freuen uns alle, glaube ich, auch für die anderen sprechen zu können über neue Gesichter. Also gerne dazukommen und einfach mitquatschen. Es sind natürlich auch ein paar Leute dabei, die ein bisschen, die nur lesen wollen. Das ist auch völlig okay. Man kann halt nicht alle dazu zwingen, ihren Senf zu irgendwelchen Dingen abzugeben. Aber, wie gesagt, neue Gesichter sind immer gern gesehen. So, die Anwerbeschwierigkeit oder die Chance, Banzo erfolgreich anzuwerben, ist 1,2% nur. Das heißt, das wird mit Sicherheit eine Weile dauern. Arthur braucht jetzt Behandlung, das wird wahrscheinlich wegen des Krebsgeschwürs sein. Genau, der hat ja im rechten Schlüsselbein ein Krebsgeschwür, das regelmäßig behandelt werden muss. Ich finde das mit dem Batterieraum jetzt okay. Ich schaue jetzt nochmal, wie das aussieht.
Genau, wenn wir den Schalter betätigen, dann geht das auch aus. Wunderbar, dann geht auch die Lampe aus. Man weiß also direkt, welcher Strang an oder aus ist. Kann man natürlich auch am Schalter sehen, keine Frage. Aber wenn man es auch anders visualisieren kann, dann warum nicht? Und ich glaube, wir können auch schon Sicherungen bauen, oder? Haben wir die nicht schon erforscht? Nee, haben wir noch nicht erforscht. Doch, haben wir hier. Diese hier. Aber diese hier haben den Nachteil, wenn man die, oder wenn die auslösen, dann werden Bauteile benötigt, um die wieder in Betrieb zu nehmen. Und ich forsche lieber noch ein bisschen weiter. Denn es gibt hier die Circuit Breakers, dafür brauchen wir den Multi-Analysator. Aber wenn wir die haben, dann gibt es Sicherungen, die man nur wieder, wie man das heute im Sicherungskasten kennt, einmal Schalter wieder nach oben legen und die Sicherung ist wieder drin. Das ist mir lieber als Bauteile dafür aufzuwenden. So, Estrada ist gerade allein tätig, das heißt, es ist dunkel, die Leute schlafen. Dann erhöhen wir mal die Geschwindigkeit und auch das mit dem Bodenglätten geht langsam aber sicher voran. Hier hätten wir noch ein paar Kacheln zu machen. Und dann können wir jetzt auch diese beiden Stücke noch abbauen, denn die Stelzen sind gebaut. Und natürlich nicht vergessen, den Boden auch da zu glätten. Hoppla. Sehr schön. Ja, dann tragen wir natürlich noch den Kram raus. Oh, neuer Rekrut. Das ist jetzt aber eine Überraschung. Haha, sehr schön. Bei 1,2% Chance hat Duffy es geschafft, Banzo anzuwerben. Herzlich willkommen, Banzo. Der hat sich gleich Klamotten geschnappt. Was gut ist. Leichter Lagerkoller. Das wird sich jetzt verbessern. Jetzt darf er raus aus seiner Zelle. Das finde ich klasse, weil der Banzo, wie gesagt, ein sehr guter Allrounder ist, der unsere Kolonie sicher gut unterstützt. Arzt kann er auch, soll er aber nicht. Moment. Nee, soll er nicht. Dann, aber er könnte natürlich Pflege machen. Obwohl, nein. Blödsinn. Dafür haben wir einen festen Arzt und gut ist. Dann stellen wir hier noch die restlichen Prioritäten ein. Jetzt gucken wir, was er gut kann. Da wäre zum Beispiel Schlachten, das darf er gerne machen. Auch Kochen darf er gerne machen. Da ist er zwar nicht ganz so gut wie Rick drin, aber dann entlasten wir den vielleicht ein bisschen. Brauen darf er auch gerne machen. Und dann haben wir hier noch die anderen Fähigkeiten. Er kann zum Beispiel gut schmieden. Und ich würde sagen, wir geben... Was haben wir denn sonst für Schmiede? 11? Ja, wir haben bessere. Ich würde es mal auf 3 lassen. Ebenso Schneidern. Das heißt, er darf, aber er muss nicht. Auch Komponenten kann er gerne herstellen. Wir haben keinen Komponententisch, von daher ist das im Moment nicht wichtig. Er darf gerne das Krematorium verwenden. Und dann würde ich sagen, geben wir ihm hier Träger und Reiniger auf 2. Und wenn davon nichts da ist, dann kann er sich hier dem Handwerk widmen. Dann ist er halt hauptsächlich so fürs Kochen und Schlachten zuständig. Und dann steht er gleich auch schon da und schlachtet die Eisbären. Sehr schön. Dann haben wir ein bisschen Eisbärenfell. Dann können wir tolle Parkas draus nähen. Nicht, dass wir gerade welche benutzen oder bräuchten. Wir werden hier im Wüstenklima wohl mit den Staubmänteln auskommen. Die ja sowohl gegen Kälte als auch gegen Wärme ein bisschen schützen. Die Felder sind wieder komplett eingepflanzt. Das heißt, die Baumwolle gedeiht hoffentlich. Hier ist weiteres Holz gewonnen worden. Das heißt, wir könnten jetzt durchaus auch Dinge aus Holz bauen. Wir sind nicht mehr darauf angewiesen, alles aus... Oh, die Lampe ist an, das kostet zu viel Energie. Abschalten bitte. Wir sind nicht mehr darauf angewiesen, aus Stein, Stahl oder anderen Materialien zu bauen. Dann gehen wir hier mal gleich das nächste Projekt an, und zwar den Austausch der schlechten Wände. Machen wir das mal zuerst hier. Und diese inneren machen wir direkt mit. Dann können wir da gleich Rohre durchlegen und so weiter und so fort. Also alles, was nötig ist, damit hier die Räume klimatisiert sind. Und jetzt haben wir die Basic Climate Control abgeschlossen. Sehr schön. Das heißt, wir gehen direkt weiter hier. Oder ist ja noch markiert die Industrial Climate Control. Das sind dann halt die großen Geräte. Die brauchen wir nämlich auch. Weil mit den kleinen weiß ich gar nicht, ob ich die überhaupt bauen soll. Ob ich damit anfangen soll. Wir können ja mal kurz schauen. So. Climate.
Intake-Fans, die sehen jetzt halt so aus, sind halt kleiner jetzt. Das ist der kleine, die großen können wir noch nicht. Sollen wir davon jetzt einfach welche bauen oder nicht? So, so eng können wir die zusammenpacken. Müssen natürlich Kabel zwischen. Also Rohre. Dann noch eine Störung, um Gottes Willen. Aber immerhin, das Kraftwerk steht auch wieder. Wir könnten mal so eine Eisenschmelze bauen, damit wir die ganze Stahlschlacke wieder zu Stahl umwandeln können. Hat jetzt nicht die höchste Priorität. Vorratskapsel. Was ist das denn? Oh, das ist großes, kreisrundes Glas. Das würde ich sagen, holen wir auf jeden Fall rein. Das können wir durchaus gebrauchen. Ja, und von diesen kleinen Air-Dingern müssen wir auch welche bauen. Und ich bin nicht sicher, wie viele. Ich werde, glaube ich, die alten Rohre mal abreißen. Die legen wir nochmal neu. Ich glaube, das müssen wir so machen. Ich bin nicht sicher. Schauen wir gleich mal, wenn es fertig ist. Langsam aber sicher wird was fertig. So, jetzt müsste man eigentlich erkennen können, ob das vernünftig verdrahtet ist. Wir schauen einfach mal. Das ist okay und das ist ebenfalls okay. Das heißt, hier oben haben wir schon wieder alles in Betrieb. Jetzt können wir hier die Rohre auch schon hochziehen. Bis da oben und einmal rum. Ah ne, da müssen wir erst noch graben. Dann machen wir hier die Wände eben fertig. Und reißen noch den Rest hier ab. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade so einen Frosch im Hals. Ich glaube aber, ist es jetzt eh ein guter Zeitpunkt. Ein guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Entschuldigt gerade das Räuspern. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und falls es euch gefallen hat, lasst gerne Daumen und Kommentare da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.